Willkommen zurück zu Mario und Luigi Paper Jam. Habt ihr euch eigentlich mal gewundert, wie genau König Bob-Omb mit seiner Kanone auf dem Berg oben so genau treffen kann, dass das hier alles so schön liegt? Ich meine, da sind ja jetzt völlig neue Pfade aufgetan. Wie hat König Bob-Omb das nur so gut hinbekommen? Naja, wir haben uns hier ja im letzten Part schon umgeschaut und hier ist gar nichts. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Ich meine, warum ist das sonst so? Da ist echt nichts. Wie überaus kurios. Naja. Okay, jedenfalls können wir jetzt durch diese, Papierdinger nenne ich mal, da jetzt scheinbar rüber. Okay, ich glaube einfach fliegen, oder? Ja, in das Innere, in den, sagen wir mal, Keller dieses Dachbodens. Obwohl, nö, ich glaube, da brauchen wir doch mehr die Hand, oder? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das hier. Ich glaube schon, oder? Den Fliegen geht ja scheinbar nicht. Oder? Denke ich mir ja. So geht das, ganz genau. Ah, ich fand eigentlich die Abschnitte aus. Oh, das ist ja, da ist eine Kanone oben. Was ist denn das für ein Haus? War ich da überhaupt schon mal drinnen? Naja, okay. Ist das so ein weiser Tod? Ich dachte, das Haus wäre so abgeschnitten, dass mich hier niemand finden würde. Okay, naja, wie gesagt, in meinem Luigi-Abenteuer Bowser, denke ich mir ja, da geht man jetzt von Haus zu Haus. Jetzt hier oben in den Kartenladen rennt. Ach, wie witzig. Das finde ich aber jetzt richtig cool. Ja, das fand ich schon in meinem Luigi-Abenteuer Bowser in Todd Town so cool, dass man da durch die Häuser oben durchgehen kommt. Schön, dass man das hier auch wieder eingebaut hat. Oh, wieso? Was hat die noch nicht? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Habe ich jetzt zu schnell weitergeklickt oder was? Ah, warte mal, ich habe da eine Idee, wie ich meine Gastfreundschaft zum Ausdruck bringen könnte. Schau doch mal dort drüben in der, Schublade. Wer könnt ihr von einem einfachen Tod wie mir nicht erwarten? Okay. Da, oder? Da, oder? Ja, denke ich mir ja. Schön, dass wir die Schublade nochmal aufmachen können. Was haben wir denn da schönes? Brüderring. Gar nicht schlecht. Ich hoffe, das kann auch was. Wollen wir mal schauen. Okay. Brüderring. Ja, wo haben wir ihn denn? Brüder. Wo ist er denn? Wo ist er? Brüderring. Meine Fresse! Das ist ja... voll schlecht. Okay, vielleicht bei Luigi. Moment. Oh Gott. Was? Habe ich den jetzt etwa auf Mario angelegt? Hoffentlich nicht. Aber, ach so, ist der Brüderring etwa Mario exklusiv? Naja, ist auf jeden Fall schlecht. Also, was will ich damit? Und sag bloß, ich komme jetzt, wenn ich runterfliege, wieder in den Kartenladen. Oh Gott, eine witzige Idee ist es eigentlich schon. Okay, dann kaufen wir gleich nochmal ein paar schöne Karten. Kann ja nicht schaden und ich kaufe jetzt besser noch ein paar Level 2 Karten, denn Level 1 Karten habe ich ja schon alle registriert. Ah, ich kaufe diesmal nur 3 Stück, ja. Im letzten Part hatten wir eh genug Amiibos und, ja. Ich möchte die Part auch nicht nur damit vollstopfen. Ich bin sicher, wir kommen ja eh bald wieder am Berg rauf. Ah, eine kaufen wir noch. Genau, wir kommen eh bald am Berg rauf, da müsste dann eh wieder ein Laden sein. Okay. Also, auf wen registrieren wir die Karten denn jetzt am besten? Ich überlege. Am besten... ja, warum nicht mal auf Peach eine Level 3 Karte? Die hat eh... Level 2 Karte, selbstverständlich. Okay, ja, das ist die Grafik aus Super Paper Mario. Erhöht die Anzahl von Paper Mario's Kopien auf ihr Maximum. Okay, das ist... ja, schlecht ist es nicht, aber... ob ich das oft einsetzen werde, bin ich mir nicht mal so sicher. Naja, bitte nicht... abstürzen. Ja, so, gut. Dann eine Level 2 Karte für das gute Tortilli. Warum auch nicht? Kann ja nicht schaden. Naja, auf jeden Fall. Gut, oh, die stammt aus Paper Mario Sticker, sah die Grafik hier. Du kannst einmal eine Zielattacke ohne Einsatz von BP ausführen. Gar nicht schlecht. Aber, blöd ist, dass man jede Amiibo nur einmal pro Kampf einsetzen kann. Das finde ich eigentlich doof. Wäre noch toll gewesen, hätte man das öfters machen können. Also einmal pro Karte. Oder vielleicht 3 Karten nur. Das wäre toll gewesen. Das wäre genau richtig gewesen für meinen Geschmack. Immer nur 3 Karten pro Dings. Okay, die nächste kriegt Luigi. Warum auch nicht? Okay. Ah, falls sie hoffentlich kriegen wir die Karte. Oh, die ist aus Mario Kart 7. Klar, mit dem Gleiter. Geschwindigkeit aller Teammitglieder. Ah, die Geschwindigkeit. Passt irgendwie gut zum Kart dazu, dass es die Geschwindigkeit erhöht. Mann, und meinem letzten Part haben wir ja auf Luigi... jede Menge registriert. Obwohl wir ja bisher nur im letzten Part was auf Luigi registriert haben. Okay, und die letzte... ja, kriegt nochmal das gute Peachy Lime. Auf Mario haben wir jetzt mal nach genug drauf geschrieben. So, gut. Okay, Kombikarte. Mario und Peach. Hat man das schon? Okay, doch. Okay. Denke ich mir, ja. Moment. Dann registrieren wir eben auf Mario. Warum auch nicht?
Ah, wir haben zwar schon genug. Oh, 8-Bit Mario, klassischer Sprite aus Super Mario Bros. Steigert die. Man kann die Karten ja angeblich auch verkaufen, aber wozu? Ich möchte ja meine Sammlung voll kriegen. Naja, ich bin sicher, die Entwickler haben sich schon dabei was gedacht bei der Verkauffunktion. Aber ich werde nicht viel verkaufen. Na, für die Kombikarten, ja. Ich sollte mal wieder Bowser aus dem Schrank holen, also aus der Glasvitrine. Ja, aber, ja. Ach, ist eine lange Geschichte. Okay, Moment. Lakitu Infozentrum, da können wir ja rein theoretisch, ja. Moment, Papiertotz am Sandstrand, haben wir glaube ich schon gemacht, Freigeil-Freiflug, das, Moment, Freigeil-Freiflug im Zwielichtforst, machen wir mal, warum auch nicht, denn die Papertots, irgendwie gehören sie ja glaube ich zu den 100% dazu. Du hast uns gefunden, schnell weg hier, verstecken wir uns irgendwo und warten bis es vorüber ist. Gute Idee, wir treffen uns in 13 Minuten am geheimen Treffpunkt, versteckt euch bis dahin einfach in Ordnung. Okay, haben wir ein Zeitlimit? Mario, beeil dich bei uns! Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um gewöhnliche Gegner zu stampfen! Okay. Diggi Meya, ich muss die jetzt alle finden innerhalb des Zeitlimits, oder? Klar. Einer ist jetzt da entlang. Okay. Ja. Kämpfen möchte ich jetzt nicht. Hat er ja eh gesagt. Nicht die Zeit, Gegner platt zu stampfen. Okay, Moment, wo sind wir denn hier, wenn ich fragen darf? Ich kenne mich ja jetzt hier überhaupt nicht mehr aus, vor allem durch die Stacheln. Ach, hier in dem Bereich sind wir da. Okay, hier ist nichts. Nein, mit Days Kongs aber nett sein. Okay, wo könnten die noch sein? Suchen, da drüben! Einmal auf den Bombenplätzen. Ich habe schon verstanden. Moment. Moment. Genau, einfach drüber fliegen. Das ist die beste Lösung. Und dann können wir von drüben mit der Hand das machen. Genau. Ja, die Entwickler haben sich aber schon was dabei gedacht. Okay, oder Moment. Moment. Denke mir, das geht ja nicht schräg. Wie soll ich denn da rankommen? Oder Moment. Vielleicht von hier aus? Nein. Und da aus geht ja auch nicht. Moment. Ah, Moment! Denke mehr, die kann man wahrscheinlich umdrehen. Backe, das war aber jetzt kein schlechtes Rätsel. Hat mir wirklich gut gefallen. So, Dottili. Okay. Na toll. Oh Gott, jetzt habe ich Zeit verschwendet. Okay, das Wort sage ich jetzt nicht. Okay. Also. Hammer, Plattform umdrehen. Und. Ja. Moment. Wie kann man. Zeit. Kampf. Was rede ich denn für einen Unsinn heute? Okay. Flygers hat man ja schon, als sie zur Dette entführt haben. So, jetzt kriegen die Flygers aber nochmal was auf die Mütze. Auf Luigi, genau. Ah ja, ich muss immer. Ja, ich verstehe, wie das geht. Okay, Moment. War nicht bei Luigi Amiibo eine Karte, die geflügelte Gegner nur angreift? War das nicht die mit Bienen Luigi? Genau, die ist gar nicht mal schlecht. Tatsache. Für Luigi, dann war es also doch gut, dass wir die hatten. Okay, gut, den Mega Wolyoshi, der ist jetzt leider ganz am anderen Ende des Tisches. Aber ich habe jetzt gerade rübergegriffen und jetzt habe ich ihn. Ja. Ich habe nämlich gerade Hühnchen gegessen. Lecker. Und gleich gibt's banierten Shy Guy. Flygeil, was rede ich für einen Unsinn. Okay, und damit das Ganze schneller geht und nicht im Zeitlimit angerechnet wird, das wird ja scheinbar wirklich nicht dazu gerechnet, wenn man Amiibos verwendet. Verwenden wir jetzt nochmal Mario, dann werden die letzten beiden auch gegessen. So, ja bitte. Ordentlich. Okay, ich könnte aber auch mal die anderen Amiibos wieder verwenden. Okay, das, wenn die jetzt nicht erledigt sind, dann mache ich das doch gleich mal. Vielleicht das gute Dottili. Wo ist denn nur das Dottili? Was haben wir denn bei Tod Schönes? Oh, mit denen könnte ich sein, theoretisch. Okay, ja. Aber wenn man mal den Flughörnchen Tod, der müsste ja auch erledigen. Genau. Oder da haben wir den Paper Tod schon. Red nicht viel. Komm. Okay, lass da bitte eine Karte drin sein. Oh, schade, nur eins abblitzt. Aber ist auch nicht schlecht. Okay. Hoffe, die
Die Zeit für die Level-Ups, aber das wäre ja unfair. Okay, bis zum nächsten Rang dauert es aber scheinbar sehr lange. Okay. Oh, Backe, soll ich... Es gibt schon einen geheimen Boss am Ende der X-Boss-Parade. Oh, vielen Dank für die Rettung! Ich hätte niemals gedacht, dass es sich so gut anfühlt, wie der festen Boden oder den Füßen zu haben. Okay, na dann. Mitkommen, schnell. Und weiter geht's. Okay, der nächste müsste... oh nein, 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 nein. So. Oh nein, ein Buhu. Oh nein, 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 nein. Oh, Bucket, wo sie meine stärkste Amiibo einsetzen. Schnell, 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 schnell. Oh, Bucket, die kosten mir jetzt Zeit. Nicht, 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 die. Nicht die. Und flüchten kann ich auch nicht. Der ist Kongslo jetzt echt nicht sein. Okay, ich glaube, Luigi hat doch... Ja, nehmen wir die nochmal. Jetzt habe ich die Fünfelkarte verwendet. Denke mir ja, der Buhu kriegt auch was. Okay, so. Mann, oh Mann, auf Mario habe ich jetzt wirklich schon die meisten registriert. Aber die meisten verwende ich auch gar nicht. So, jetzt komm, 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 komm. Nein, ich glaube, das Bomben-Derby wird hier wesentlich mehr bringen. So, komm, komm, komm. Oh, fuck, die Zeit. Ich hasse Zeitstress. So. Dass das Item noch dazugezählt wird. Ich wäre verrückt. Okay, komm schon, da lang. Da geht's zum nächsten Sort. Ich wollte jetzt nur mal kurz nachschauen, wo der nächste ist. Da unten ist der nächste. Also wie viele Gegner herumlungern. Hier müsste er irgendwo sein. Wahrscheinlich wieder auf so einem Bombenhalter. Oder wie man das auch immer nennt. Okay, hier ist Matsch. Nein, hier ist er nicht. Moment. Muss ich da fliegen? Kommt mir schon so vor. Und da die Plattform... neu ist? Wo ist er denn? Wo ist denn nur das Tortelli? Oh, da ist er! Auf einem Notenblock. Ja, die Notenblöcke mag ich eigentlich auch sehr. Hey, hau nicht ab! Lause Kerl. So, gibt Stoff! Gibt Stoff, gibt Stoff, gibt Stoff! Alle Heps! Ach, komm schon! Ich habe so eine Ahnung, wie ich den besiegen kann. Was ist das? Moment. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie das geht. Ich weiß. Genau, wir müssen jetzt so rüberfliegen und den überraschen. Genau, so. Okay. Zeit für Tempo. Tempo, Tempo. Hey, ich bin doch... Oh, auf die... Die darf ich gar nicht. Die darf ich gar nicht, klar, wegen der Propeller oben. Hab schon verstanden. Okay, was die auch immer mit den Bomben, die sie da in der Hand haben, herumschmeißen. So. Wo haben wir es denn? Da ist der Bienen-Luigi. Ja, der Bienen-Luigi ist aber eine super Idee. Ja, die Bienenverwandlung, die war ja auch richtig nett. Das war eine wirklich gute Idee, aber. Ja. Schwer zu sagen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, der Bienenpilz. Irgendwie... ich weiß nicht. Ich bin in letzter Zeit wirklich sehr streng zu Nintendo geworden. Nämlich, weil... Ja, ich weiß auch nicht warum. Weil sie meiner Meinung nach immer mehr kleine Fehler machen, die nicht wirklich aufregungswürdig sind, aber... wo ich halt doch halbwegs möchte, dass sie behoben werden. Ja, und der Bienenpilz, er ist eine super coole Idee. Aber ich bin mir auch gar nicht mal so sicher. Wollt ihr ein neues Power-Up? Wir hatten ja jetzt schon Waschbär. Na gut, der Tanuki ist ja eigentlich ein Marderhund. Das habe ich erst vor kurzem rausgefunden. Das ist auch so eine Sache. Naja, egal. Was wollte ich sagen? Wir hatten ja Katzen-Mario, Bienen-Mario. Was gab's noch alles? Jedenfalls viele, viele Items. Geister-Mario, aber ist es wert? Wollt ihr noch mehr? Okay, so, mitkommen, Todd.
Okay, das sind scheinbar die drei, die im Zwielichtfort zur Sammlung fehlen. Also die drei Tots. Okay, gibt Stoff. Gibt Stoff. Der Notenblock ist aber auch neu. Nicht! Ich möchte nicht kämpfen! Ich möchte nicht kämpfen! Nein, 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 nein. Und flüchten kann man aus den Kämpfen auch nicht. Das ist ja ganz große Klasse. Okay, so, komm. Gut. Alle Hips. Aber ich finde es richtig gut, dass man hier richtig viele Grafiken aus anderen Spielen eingesetzt hat. Aus anderen Mario-Spielen. In so einer Situation sind die Amiibos natürlich gut. Ja, Mann, oh Mann, bei Mario ist jetzt die gute Karte genau in der Mitte. Oh, Backe. Okay, so. Die stehen immer noch. Ich werde verrückt. So, jetzt hau ich mal meine ganzen PP weg. Damit ich den letzten Tod noch rechtzeitig retten kann, ehe sie zum geheimen Treffpunkt abhauen. Aber ich glaube, das dürfte sich eh noch ausgehen. Alle Hips, so! Nein, die stehen immer noch! Aber der eine brennt. So, komm! 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 Jetzt bewegt euch! Jetzt bewegt euch doch! Na, endlich! So! Kusch, kusch, kusch! Nein, nicht nochmal! Wie, ich renne jetzt nochmal in einen sinnlosen Kampf rein. Da geht's ja lang. Okay. Hier, die ganzen Piranha-Pflanzen sind weg. Ist aber auch gut so. Okay, jetzt geht's da lang. Da, wo wir eigentlich waren die ganze Zeit. Hier ist auch das Lakito-Info-Zentrum. Obwohl wir ja eigentlich von dem anderen Lakito-Info-Zentrum hergekommen sind. Nicht! Nein! Jetzt wird es nicht mehr ausgehen. So, komm, 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 komm. Oh Mann, habe ich nicht irgendwas Stärkeres? Dass die Zeit immer mitgezählt wird. Ich werde verrückt, ich werde verrückt. Okay. So, Beeilung, 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 Beeilung. So, jetzt werde ich sauer. So, jetzt! War's das hoffentlich für euch. Die blöden Maulwürfe. So, den einen machen wir jetzt noch platt. Komm schon. Oh ja, ich bin gestresst. Das gestehe ich auch. Hier muss er irgendwo sein. Oder? Da drin wahrscheinlich. Oh ja. Denke ich mir. So, genau. Da ist er. Wehe, wenn er wieder abhaut. Und das tut er auch. Na toll. Gib Stopp. Sag bitte nicht, ich muss die jetzt alle erledigen. Ich glaube, einer ist einfach der Richtige. Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Einer ist einfach der Richtige. So, schnell Beeilung. Oh, bitte lass den Richtigen irgendwo dabei sein. Bitte schnell, 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 schnell. So, die Besten gleich zum Anfang raushauen. Die besten Amiibos, war jetzt eigentlich dumm, dass ich Mario rauskaut habe. Beeilung! Oh, ich bin gestresst. So, komm, alle Hips. Komm mal in den Bienen, Luigi. So, komm. Der muss ich jetzt aber erledigen. Genau. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Verbete! Verbete! Hört das Zeitlimit auf? Nein. Aber ist mir jetzt auch egal. Die besiegen wir einfach ganz gemütlich. Oh! Der eine, der die Bombe hat. Ah, ich verstehe. Wenn man den zuerst ausschaltet, sind die anderen auch alle erledigt. Aber aus Zufall den richtigen gefunden. Na bitte. Halleluja. So, Todd. Ja, wie sehen sie hinter der Maske aus? Habt ihr gerade gehört, dass er das gesagt hat? Er gehört nicht gesehen. Luigi weiß es. Seit Mario Power Tennis. Aber ja, gesehen hat man es leider nicht, wie sie runter ausschauen. Okay, so, na bitte, super. Gut.
Oh, eine neue Karte. Kann auch schief gehen. Also eine ähnliche Attacke gab es ja in Super Mario RPG. Okay. Jetzt haben wir ja rein theoretisch alle im Zwielicht vorerst, oder? Alle Paper Tots. Genau. Na bitte. Was die anderen angeht. Okay, in der Ebenbildebene haben wir alle. Na, die werde ich bestimmt auch noch holen, aber von dem anderen aus. Okay. Bohnenlöcher, Itemfelder. Itemfelder haben wir ja jetzt alle hier. Okay, ich schaue am besten jetzt noch ein bisschen storytechnisch, dass wir in dem Part vielleicht noch vorankommen. Dazu muss ich bestimmt wieder in den Wald. Wir müssen ja jetzt irgendeine Möglichkeit finden, wie die ganzen, ihr wisst schon, die Dinger, also die, ja, diese Wurzeln, wie die runtergefahren werden. Frage ist nur, wie? Die hier zum Beispiel. Wie kann ich die am besten runterfahren? Irgendwie muss es doch hier einen Ort geben, wie das, wo das geht, oder? Muss es doch. Okay, schauen wir mal nach, wo das vielleicht, wo so ein Ort vielleicht wäre. Hier auf jeden Fall nicht. Okay. Überleg grad. Da ist wieder so ein versperrter Weg. Ich glaube, ich muss einfach nur außen rum gehen. Ich glaube, das mit den Level-Ups mache ich am besten offscreen. Das ist zu mühsam und wahrscheinlich auch zu langweilig für euch. Ich glaube, hier muss ich einfach lang, oder? Ja. Alle Apps. Oh, Tabs. Na toll. So geht das viel einfacher. So, hier war ja der Kampf gegen König Buhu. Also, und da unten ist ja der Pfeil, oder? Genau hier. Oh, oh, Bohnen! War ich hier gar nicht? Ach ja, ich bin ja den anderen Weg gegangen. Das heißt, hier geht's also entlang. Ich hab schon verstanden. Alle Hips. Okay, Böhnchen. Und wie viele fehlen hier in dem Bereich jetzt noch? Okay, da sind wir ja im letzten Part angekommen. Ah, hier ist das, um alle runterzufahren. Genau, dafür ist auch der Pfeil da. Frage ist, was die Story technisch für Auswirkungen hat. Denke ich mir, die werden ja jetzt nur alle runtergefahren. Oder? Nur der eine? Nö, denke ich mir ja alle. Alle! Okay. Ich möchte aber die ganzen Blöcke und so auch noch alle mitgehen lassen. Was ist jetzt los? Ach so, das wird ja auch runtergefahren. Also habe ich mich ja mühsam im letzten Part hingekämpft und dann ist da gar nichts. Oh, Backe. Ich bin ja praktisch jetzt voll den optionalen Weg hier entlang gegangen. So, jetzt schaue ich mich aber nochmal um, wo diese... Ja, der leuchtende Pilz hier ist auch sehr schön. Jetzt schaue ich mich aber nochmal um. Hätte ich ja endlich die ganze Zeit zum Berg rauf können. Oh, Backe. Wo war denn das der eine jetzt da? Also ihr wisst schon, die eine, wo die einen Wurzeln da. Das war nicht hier? Wo waren das noch schnell? War es nicht da unten? Ich glaube, das war hier. Nein? Dann. Oh, dann. Ja, dann weiß ich, wo es ist. Frag mich allerdings, wo könnten denn jetzt noch irgendwo Bohnenlöcher sein? Ich überlege gerade. Da oben war es, oder? Denke ich mir ja. Die haben wir ja schon mit Luigi gesehen, die Blöcke. So, ich kontrolliere jetzt mal, wie groß meine Sammlung ist. Blöcke fehlen noch 4. Itemfelder haben wir alle. Bohnenlöcher. Wo fehlen denn hier noch 3? Irgendwo müssen noch 3 sein. So, die finden wir jetzt in dem Part gefälligst noch. Jetzt bin ich motiviert. Da drüben haben wir ja schon. Okay, wir suchen jetzt den ganzen Wald. Bis ich diese letzten 3 Bohnenlöcher gefunden habe. Und kämpfen möchte ich nicht. Ja, bin kampffaul. Und... Vielleicht da drüben, auf der anderen Seite. Ich
Hier könnte es sein. Da war man da schon? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich bin ja eigentlich dann nach unten lang gegangen. Nach unten. Da ist einer der Blöcke, die noch fehlen. Auf jeden Fall praktisch. Doppel-1-Abpilze. Das ist gut. Sehr gut sogar. Okay. Wozu sind diese Pilze da, wenn... Die sehen aber schön aus, wenn sie so leuchten. Okay, denke ich mir ja, hier war ich noch nicht. Dann sind hier bestimmt auch die letzten drei Bohnenlöcher. Okay, den letzten Block haben wir, glaube ich, oder? Ich habe jetzt mir nicht gemerkt, wie viele noch fehlen, aber ich glaube, das war der letzte. So, okay. Der Wasserfall, also der kleine Wasserfall, da gefällt mir eigentlich. Moment, so. Wie sind hier die letzten Bohnenlöcher? Nö, nur eine Abkürzung. Okay. Moment, ich schau mal nach. Blöcke? Einer fehlt noch. Ein lausiger. Wo könnten die letzten drei Bohnen sein? Ich überlege gerade. Ich habe ja wirklich alles. Nicht! Ich möchte nicht kämpfen. Vor allem nicht gegen Glitzernde. Oh oh. Die haben auch massiv Verteidigung. Fällt mir auf. Na, vielleicht wäre es keine so schlechte Idee, wenn ich das... Ja, ich habe einen Plan, wie ich die letzten finde. Was ruckelt denn das jetzt auf einmal wieder so? Es war auch eine Zeit lang wieder so gut. Okay. Die fliegen ja auch! Raffiniert, oder? So. Bin schon raffiniert. Okay, ich habe gerade an irgendwas denken müssen. Jetzt habe ich aber vergessen, was. Moment. Und Tod? Ja, Buhus fliegen ja eigentlich, sind ja Geister. Wo haben wir es denn? Da, alle fliegenden Gegner. So, da kriegt ihr jetzt nochmal schön was. Hm, die sind aber gar nicht mal so schlecht, die Karten. Wer hätte das gedacht? So, volle Amiibo-Power. Genau. Ja, die Parts von Mario Luigi Paper Jam. Man muss sagen, ja, sie werden länger. Am Anfang des Let's Plays waren die Parts noch nicht so lange. Ja, man muss aber auch sagen, ich bin irgendwie motiviert, darauf das Projekt fertig zu kriegen. Ja, ich möchte... Wow, wie viel Schaden habe ich denn da jetzt gerade angerichtet? Okay, mit Paper Mario, der die vielen Kopien hat, greifen wir den Glitzernden an. Ich bin wirklich irgendwie motiviert, das Projekt fertig zu kriegen. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie, es ist ein tolles Spiel, aber irgendwie möchte ich es fertig kriegen, sodass ich nicht immer lang herumtuckeln muss. Versteht ihr, was ich meine? Okay, so. Na, Mario ist auch schon erschöpft. So, der steht immer noch. Man glaubt es kaum. Du rüttelst am Batschenbaum. Die Frucht reift. Du merkst es kaum. So. War das gerade ein Ruckler oder? Keine Ahnung. Naja. Level 2. Hervorragend. Die registrieren wir noch und die wird dann echt vorschlagen, die letzten, also die letzten Dings, die letzten Bohnen und so, schneide ich euch offscreen am Anfang, zeige ich euch. Suche ich offscreen und schneide sie euch am Anfang des nächsten Parts dran. Jetzt habe ich doch tatsächlich das Amiibo-Gerät ausgeschalten. Obwohl ich es eigentlich brauche. Okay. Och. Nö, auch Tod. Tod kriegt die Karte. Warum nicht? Genau. So, was haben wir da Schönes bei Tod dieses Mal? Okay, New Super Mario Bros. U. Was für ein Schwachsinn. Ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge andere Karten. Ja, Karten. Okay, gut. Ja, nicht schlecht, aber ist nicht wirklich das, was ich haben wollte. Okay, gut. Na dann, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.